Ich habe mich angemeldet bei ChatGPT und jetzt mache ich ein Upgrade to Plus. Upgrade to Plus. Jetzt gebe ich meine Kreditkarteninformationen rein. Monatlich kündigen. Oh, ich habe schon die Information. Payment received. You've been upgraded to ChatGPT Plus. Very nice. Okay, continue. Kostet $24 knapp. So, jetzt habe ich die Wahl zwischen ChatGPT 3.5. Ich wechsle natürlich zu GPT 4. So, dann haben wir hier unten New Set Your Custom Instructions. Okay, was ist das? Okay, Custom Instructions. Learn about more. Erklärt jetzt nicht so richtig, was ich da. How would you like ChatGPT to respond? Das ist eine sehr offene Frage. Okay, das lassen wir mal. Von der nächsten mit anfangen erstmal. Hier kann man das Schriftbild. Beta-Features. Solche Sachen gefallen mir natürlich grundsätzlich. Machen wir gleich. Muss aber gestehen, ich weiß noch gar nicht, was ich da damit auslöse. Advanced Data Analysis, das will ich auch. Ich möchte das Maximale rausholen. Dann haben wir ja doch noch die Möglichkeit Data Controls. Data Control. Hier hat man auch die Möglichkeit Request Data Export. Machen wir mal. Ah, das muss man jedes Mal anklicken, dass so es aussieht. Das heißt, man kann das auch ausleiten. Das werde man zukünftig wahrscheinlich mal ausprobieren. Gut, dann haben wir hier noch Chat Function. Okay. Blub, blub, blub. Da kennt sich selber gar nicht. Okay, also hier kommen wir nicht weiter.